warte. Da sind wir wieder. Und wir haben gerade beschlossen, dass wir doch mal ein bisschen episch werden wollen. Wir werden Spruchrollen einsetzen und nach jeder Spruchrolle abhauen und in die andere Höhle fliehen und dann wieder eine Spruchrolle, bis alle Goblins da niederliegen. Das werden wir tun. Und dann werden wir uns eines Besseres belehren, werden Körperkraft steigern und werden in Zukunft nicht mehr so einen Scheiß hier bauen. Aber die Familie Goblin hier, die muss noch dran glauben, bevor wir drüber spielen. Warte, du hast den Vibe. Oh. Das wird uns richtig spannend. Mach mit! Warte, ich komm muss schon! Kurz. Gib mir die Stimme. Ja. Und jetzt geht's richtig ab, Freunde, hier bei Motivation. Pur mit Michael und Michael. Jetzt geht's ab hier. Geil. Neuladen. Ja. pass auf. Ich hab nämlich schon auf der 4 den Eispfeil. Da macht er hier erstmal so eine geile blaue Faust. Und dann ballern wir erstmal einen Goblin um. Der liegt sofort da nieder, sag ich dir. Nimm den schwarzen, wenn's geht. Bratz. Und zack, fällt er. Oder auch nicht. Scheiße, warte mal. Da ist was schiefgegangen. Ich glaube, wir waren zu weit weg. Blitzschnell. Wir waren zu weit totgegangen. Wir waren zu weit weg. Guck mal. Und nochmal. Also, nochmal die 4. Bisschen näher rantasten. Du hast, glaube ich, auch hinter das Feuer geschossen. Ja, das geht jetzt. So, jetzt, zack. Fall um. Verpirst. Ja, und weg ist er. Abhauen. Und weg und weg. Nicht und zu weg. Rückzug. Und dann, da kommen sie schon wieder alle angelaufen. Guck, da war schon die Aufgebemusik. Mit so viel Macht können sie sich nicht anlegen. Nein, da sind sie noch. Aber es sind nur zwei. Wie machst du fertig, Micha? Jetzt dran. Nein! Da kommt schon wieder der große Bruder. Lauf! Kannst du schnell eine Schriftrolle anlegen? Nee. Oh, Alter, die verkloppen uns hier. Das darf doch nicht wahr sein. Nicht zu Greg. Ah, verflucht. Geht's hier weiter? Ja, es geht weiter. Lauf ins nächste Unheil. Nein. Da ist der Cousin wieder. Und das ist nix. Das sollen wir ausprobieren. Nein, nicht hauen. Und wieder zurück. Da stehen sie alle und warten auf uns. Ah, verfluchte Kacke. Aber wir wollen diese XP haben, Micha. Das kann nicht sein. Ja, komm. Es darf niemals dieser Schweinekerl von Greg machen. Die geben gleich auf. Und das war's. Ich glaube, wir haben es geschafft. Und wir haben einen niedergestreckt. Einer. Ey, warte. So, also. Und der nächste folgt zugleich. Pass auf. Oh, das war ja gerade mal richtig. Okay, hier eine Michael Bay. Ein Hinweis von Nagross. Lacrosse, ich weiß nicht. Skillt erst Zweihand bis 34% und dann erst wieder Stärke. Okay, machen wir. Tatsächlich ist uns das schon bewusst, wenn wir jetzt ein bisschen skillen würden, dass das hier natürlich schon ein bisschen leichter sein wird. Aber was Michael eben anfangs gesagt hat, ist auch richtig. Wir wollen es jetzt schaffen. Ja. Und genauso haben wir früher eigentlich auch gespielt, also ich zumindest. Und du anscheinend ja auch offensichtlich. Absolut, auch. Ey, ja klar, das muss man. Jetzt hat man da Bock drauf. Man will auch. Haben wir da Bock drauf. Diese Quest machen wir noch, danach habt ihr absolut recht, müssen wir einen Kampfskill erlernen. Da wir auf Zweihand skillen wollen, müssen wir zu Onas Hof eigentlich. Das ist die einzige logische Erklärung so. Der ist aber auch gleich in der Nähe. Der ist gar nicht so weit weg, ja. Ja. So. Oh Mann, ist halt aufregend, oh. Hier geht die Pumpe. So. Ah. Was haben wir denn noch hier? Das stimmt allerdings. Ich lese noch einen Kommentar. Fischsuppe. Der Zauber wäre natürlich auch ideal auf einen der schwarzen Kollegen gewesen. Ne? Das muss man schon mal fairerweise zugestehen. Ja, wenn ich es schaffe, ihn zu erwischen, haben sie absolut recht. Ne, das ist natürlich menschliches Versagen. Classic Fail. So. Feuerball. Motivation! In meiner Hand. Leichter Schlag auf den Kopf erhöht das Steckvermögen. So, Motivation für Micha. So. Vielleicht schaffe ich es den schwarzen. Achso, das ist ein anderer. Ne? Den hatte ich vorhin mal umgeholzt. So, wo sind denn die ganzen Kollegen jetzt hin? Wo haben die sich verkrochen? Ich weiß schon, oh ne, sind die unsichtbar? Nee, ne? Links um die Ecke, sofort stehen die da alle. Sind die unsichtbar? Oh, ist das der Scheißbug? Nein, ich kann das nicht. Die waren eben da. Oder sind die in irgendeiner Wand stecken geblieben? Oh, verflucht. Ich hab ja gespeichert. Ey, wo sind die zum Teufel? Hat Greg die jetzt einfach doch alle umgehauen? Nein, du müsstest es ja nicht hören. Das macht ja keinen Sinn. Ja, ich höre einen halt, ne? So, der kriegt jetzt den Feuerball ab. Ja, den nimmst du mit, den kleinen Boy? Ja. Oh, ich habe noch einen. Ah, verflucht. Nimm dies.
Warum macht er keinen Feuerball mehr, Mann? Oh, shit. Ja, aber jetzt. Okay, der ist schon mal weg, ist gut. Oh, ist das alles. Das läuft nicht gut, das läuft nicht richtig. Ich hatte aber mehr Sorge, dass Greg jetzt alle umgebracht hat, um ehrlich zu sein. Ja, aber da war ja nur noch der eine, das waren ja noch viel mehr. Wo sind die alle hin? Waren die echt alle bei Greg jetzt? Da müssten jetzt hier Leichen liegen bei Greg. Mehr als zwei, ne? Ja, es waren noch zwei Schwarze da. Jetzt schmalzgewichster Rittersmann gibt's keinen Pardon. Oh, das ist nur ein Kratzer. Okay. Ein Kratzer, euer Arm ist ab. Ist er nicht? Okay, die waren. Nein, die waren nicht bei Greg. Nein, nein. Ach, scheiße, die sind wirklich alle hier, ey. Ja, okay, aber um das Ganze jetzt vielleicht. Also, entweder würde ich jetzt sagen, nein, pass auf. Wir haben gespeichert, das ist. Fehler passieren und so, ne? Ich bin Michael Krogmann und ich empfehle dir, mach's nochmal, hau die selber um. Geht nicht, wir haben gespeichert. Okay, mein Name ist Michael Krogmann, ich empfehle dir, spiel so gut es geht jetzt weiter. Ja, alles klar. Okay. Ey, das Ding ist, die bringen nicht so viel XP, dass es jetzt so schlimm wäre, ne? Alles cool. Und die Quest werden wir da trotzdem lösen. Aber es ist schon sehr ärgerlich, weil wir haben immer unsere Spruchrollen verballert jetzt. Ach Mann. Was laufen die auch zu dem hin? Scheiß drauf, Mann. Dann lass uns jetzt buddeln und das ist wahrscheinlich eine richtig blöde Falle, nehme ich an. Aber wir machen das mal. So, speichern wir gleich nochmal. Nehmen wir uns das Schwert und hauen jetzt noch den letzten Goblin um. Das kriege ich auch so hin, hoffentlich. Läuft übrigens auch nicht so richtig geil flüssig, das irritiert mich auch ein bisschen. Nur in dieser Höhle ruckelt es irgendwie merkwürdig. Ja, es ist wie bei Xardas am Anfang. Da ist doch noch einer. Einer der Gremlins zu. Kleine Scheißer will um mich rumlaufen. Wo ist. Ach, da ist er. Alter. Okay, bitte jetzt nochmal richtig auf einem anderen Slot speichern. Komm. Ja, mach ich gleich. Tu's für mich. Mach ich gleich. Alles, keine Sorge, wir haben ja auch zwischendurch schon gespeichert. Zwischendurch in den letzten 10 Let's Plays. Speichern. So. Was gibt's hier so? Eine Spruchrolle. Ja, hat sich nicht gelohnt. Also ich glaube, gleich wird's richtig abgehen, ohne Scheiß. Ich habe ein richtig ungutes Gefühl. Vor allem, wie super offensichtlich da einfach so ein X liegt, ne? Ohne Scheiß. Hier haben wir was versteckt. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lederbeutel, okay. Und du hast es gehört, ne? So, wir speichern jetzt. Warte mal, wir haben ja gerade auf einen anderen Slot gespeichert. Jetzt machen wir nochmal einen Quicksave. Da haben wir zwei verschiedene. Essen uns ein bisschen Mut an. Und gehen zurück zu Greg. Wenn du STRG drückst, dann visierst du auch an. Hilft vielleicht. Mit STRG kann man anvisieren, dann dreht man sich zum Gegner. Schreiben sehr viele, vielleicht ist das ein guter Tipp. Ja, da haben sie nicht ganz unrecht. Der Michael ist nun mal so, der findet das alles super, was ihr sagt, aber annehmen, scheiß drauf. Nein, das Ding ist, Gothic ist so schwer, ich habe mich halt einfach eingeschossen. Und jede Gewohnheit, die ich ablege, führt zu neuen Lernkurven. Pädagogisch ausgedrückt. Ich könnte versagen. Beim Erlernen dieser Kurve. So. Da ist Greg und dem bringen wir seinen Beutel. Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Nein. Abstimmung! Abstimmung? Alles klar. Endlich! Ich habe so lange darauf gewartet. Leute, was geben wir mit Greg? Seine Pennies zurück? Oder sagen wir nur, wir haben nichts gefunden? Ist klar, wenn wir Nein sagen, will er uns aufs Maul hauen. Das ist klar. Wenn wir ihm das Gold zurückgeben, was passiert eigentlich dann? Das ist die Frage. Ihr kennt das wahrscheinlich besser und deswegen bitte entscheidet richtig für uns, weil wir sind noch nicht die Stärksten und ihr wollt ja auch, dass es weitergeht. Vielleicht sagt ihr, ja, wir geben es zurück, dann ist alles cool. Oder nein, auf die Schnauze, weil das ist unser Style. Ich weiß es ja, nicht. Wie machen wir das? CD Gold oder CD Nein? Oder was? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Klassischer Name. CD Gold oder für ja, ja oder CD Nein für Nein, wie es auch da steht. Mhm. Ja, also das, okay. Das war jetzt völlig Schwachsinn. Mach einfach mal ein CD Gold und CD Ja. Nein, nein. CD, ja, nein, ja, CD Gold. Gold und CD Nein. Entschuldigung. CD, jetzt hast du mich selber ausnehmen. CD ja. Gold, CD Nein. Ja, jetzt müssen wir echt warten, ne? Bis hier der Voting. Natürlich warten wir. Wir warten jetzt, ne? Lustige Wartemusik. Warte, ich mach einen anderen Sound. Ach nee, komm hier nicht hin. Ah. Okay. Ach doch, wir machen einen anderen Sound dann. So ein bisschen. Warte, ich habe eine Idee. Ist ja auch so ein bisschen die Entertainment-Show gerade hier parallel. Ja. Hast du nicht so eine Fahrstuhlmusik? Bim, 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 bim. So, wir machen hier so ein. Da, warte, und da muss ich da.
Okay. Warte mal. Spiel die Töne. Ich wollte gerade was anderes. Achso. Entschuldigung, ich habe kurz mal aufgestoßen. Warte mal. Pass auf. Richtig geil. CD Gold. Nee, warte mal. Du bist gar nicht. Ecstasy of Gold. Das ist die Abstimmung. Ob wir ihm eine reinhauen sollen. Okay, das reicht. Und okay. Jetzt? Alter, war das nervig. Das hat mich ja sogar beim Spielen genervt. Okay. Wie weit ist der Vote? Wenn das immer so lang dauert, dann sollten wir uns lieber selbst irgendwie entscheiden. Der Vote wird fertig sein. Ja? Ja, klar. Okay, Timo, ist der Vote fertig? Jo! Geil. Was okay. Geht ab? Wir können gar nicht sehen. Also, weiß ich nicht. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Was soll man machen? Gold, alles klar, wir geben ihm das Gold. Sehr geil, wenn ihr es nein gedrückt hättest. Das hätte ich so abgefeiert. Ja. Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit. Hier hast du es. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf geht's. Wir haben jetzt eine ganze Quest verdient. Der Chat ist schlau, ja. Chat ist sehr schlau. Da müsste ein Versteck von mir sein. Boah, shit. Weiter oben auf dem Weidenplateau. Take my wife. Zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Sie ist gut. Die eine Stelle. Aber warte mal, ich glaube, es kriegen wir sogar eine Karte von ihm, eine Landkarte, die auch für den Rest taugt. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht. Das würdest du bereuen, klar. Danke, so. Chat. Sehr gut. Deswegen bin ich der Meinung, wir müssen oft mit Chat arbeiten. Nichts zu holen. Ja, das ist geil. Chat ist ein guter Typ. Ist nichts zu holen. Sehr schön. Danke. Haben wir jetzt eine Karte bekommen von ihm? Nee. Ja. Ne? Ja. Haben wir? Ja. Nein, das ist noch die alte. Das ist die alte. Wo sehen wir, warte mal, Karten? Haben wir wirklich gerade, stand da Karte bekommen? Ja. Okay. Stadtkarte Corinnes? Nö. Hier ist keine Karte. Sag ich doch. Keine Karte. Auch nicht mit Kreuzen. Da gab's doch eine Karte mit Kreuzen. Oh, wie doof. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, haben wir keine Karte bekommen. Alles klar. Ich glaube, du meinst was anderes. Wie, ich meine was anderes? Ja, du meinst was anderes. Okay. Ich möchte jetzt nicht mehr darüber reden. Okay. Aber ja. Echt, ey. So, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Pass auf. Stadt. Ich habe immer noch vor, in die Stadt zu kommen, um Schlösserklacken zu lernen. Ich weiß gar nicht mehr. Aber eigentlich ist das albern, weil wenn wir zu Onas Hof gehen, da ist gleich da um die Ecke Taverne, können wir auch noch reingehen. Ja? Ja, Mann. Ich finde das so dumm, wenn wir jetzt wieder ganz zurückgehen, um dann wieder ganz hierhin zu gehen. Okay. Weil du hast recht, natürlich brauchen wir das Schwert, was wir holen wollen, aber das machen wir noch. Das okay. Ist so. Wir gehen jetzt zu Onas Hof. Versuchen ja, so bei Onas Hof uns hochzuklopfen. So wie ich das kenne, das empfehle ich dir jetzt. Alles klar. Wir gehen ja. Zu Onas Hof. Der ist gleich da vorne. Feuernessel einsammeln, tada. Oh, und da sind auch schon wieder die ersten Wölfe. Let's did it, Micha! Alright! Let's did it. Da ist er, warte mal. Ah, kommt her. Na los. Oh. Okay. Irgendwie. Oh, okay, da was waren die 15% Geilheit, die in dir stecken. So.
Da ist nichts zu plündern. Siehst du, hier werde ich doch gelobt. Ja? Richtige Richtung, da gibt's auch Lehrer, Schmied, was zu futtern und ein Bett. Jo. Okay, das ist doch geil. Was braucht man mehr im Leben? Ja, passt schon. Da gibt's bestimmt auch einen Typ, der uns Dietrich hier Schlösserknacken beibringen kann. Ja. Garantiert gibt's den da. Oh, hier, die Wildschweine, die sind garstig, ey. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Können wir irgendwo pennen hier? Dann da vorne in der Hütte vielleicht. Ist das die Hütte von unserem Erzfeind? Ah, ist hier nicht sogar. Warte mal, ich weiß gar nicht mehr, wer hier ist. Schauen wir mal. Nee. Ah, warte mal, oh shit, ich glaube, die wollen irgendwie irgendwas von uns. Lieber mal abspeichern vorher. Söldner. Basta. Wen haben wir denn da? Kenne ich dich nicht irgendwo her? Mhm. Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So, so. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. Das eine oder andere Biest habe ich schon erledigt. Ha! Du hast wahrscheinlich die Käfer auf den Feldern geplättet und ein paar Ratten aus ihren Löchern gejagt. Wir haben es hier mit Orks zu tun. Naja, und mit den dreckigen Stadtwachen. Das ist geil, dass in Klammern steht, lacht abfällig. Ja, es ist beeindruckend. Ich glaube, den sollten wir nicht reizen. Der Buster ist ein Straßenschläger, aber für uns trotzdem eine Nummer zu groß. Du meinst echte Orks? Aber alles ist ironisch und reizend. Okay. Meinst du echte Orks? Die großen? Ich meine... Moment mal, genau so. Willst du mich verarschen? Nichts liegt mir ferner. Du Wurm! Du willst es wohl shit. Nicht, hä? Dann zeig mir doch mal, was du drauf hast, du Held! Nee. War nur ein Scherz. Ja, ja, kneif ruhig den Schwanz ein. Mach, dass du wegkommst! Ei, ei, ei. Okay, der Chat sagt hier, der ist easy. Ja? Prüge ihm Respekt ein. Aber mit unserer komischen. Aber penn mal erstmal. Krummen Funzel hier. Erstmal pennen. Und das ist wirklich die Hütte von Erol anscheinend. Echt? Ja. Ich weiß ja, was. Alter, dann pullere ich ihm jetzt in die Laken, ey. So, bis zum nächsten Mal. Oh nein! Macht ihn das. Macht ihn das geil? Der war doch gerade und wollte mich hauen, deswegen. Ja, mach. Nee? Alles klar. Ja, komm, jetzt red doch mal mit dem und mach den. Das passt da, ne? Jetzt geht's ab hier! Oh yeah. Ey, bist du dir sicher, dass es. Ja, jetzt rede mit ihm. Rede doch mal erst mit ihm. Du Weichei. Ja, guck dir mal seine Arme an. Die sehen schon ganz schön haarig und stark aus. Kannst du. Ich will mehr über die Söldner. Ich fordere dich zum Duell, Mann! Warte mal erstmal den Rest, bevor er nicht mit uns spricht, ja? Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier rausfinden. Über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Aber was erzähle ich dir das, du Waschlappen? Das hat wehgetan. Gleich nochmal. Warte mal. Ich will mich den Söldnern anschließen. Du? Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Feigling bei den Söldnern aufgenommen wurde. Der will's wissen, ne? Er schafft es auf jeden Fall, mich zu reizen. Beibringen will macht er auch nicht, bevor ich nicht gezeigt habe. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Na, okay. Aber was? Ich werde dir beibringen, was ich weiß. Dann hast du vielleicht sogar eine faire Chance. Ja, okay, das sollten wir vielleicht mal machen. Ja. Einhandwaffen wollen wir aber nicht. Entschuldigung. Ja, shit, Mann. Dann so, ich will mich den Söldner anschließen, hatten wir schon. Warte, Micha, warte. Micha? Ich hol gleich aus, du! Mhm. Ja, jetzt aber. Ich fordere dich zum Duell. Andi, warte mal, erstmal speichern. Nach dem ganzen Gequatsche. Speichern, wa? Ihr haut euch jetzt alle gegenseitig in die Fresse. Schön wär's, ne? Mein Kommentar für diesen Kampf. Bau. Ich fordere dich zum Duell. Aha, du willst es nicht auf dir sitzen lassen, was? Na gut, komm her! Warte, der soll leicht sein? Ja, guck! Deine 15% hast du da wieder reingetut. Okay, mach genauso weiter, lass dich nicht stressen, ich bin ruhig. Zweimal treffen muss er mich nur. Und das schaffst du. Ich schaff das, aber er muss mich wirklich nur zwei verfickte Male treffen. Ich muss, darf nicht aus dem Rhythmus kommen. Ey, es hat mir aber gezeigt, dass du auf einem guten Weg bist. Ja, ich hab's drauf. Danke. Der Sieg ist mein. Jetzt aber. Ach, Mann, jetzt Leute. Geht's ab. Wird doch Zeit, Mensch, mir dampft ja schon die Bluse. Warte mal. Okay. Ich fordere dich zum Duell. Ich fordere dich zum Duell. Ja, ich weiß. Du bist voll stark und
Yes, Alter. Micha, so eine schöne Sache. Oh, Mann, was da jetzt heute also, am Ende nochmal richtig... Grobes Kriegsbeil, geil, das nehmen wir auch gleich weg. Und alles, was er in der Tasche alles, hat. Alles, was er hat, ey. Du kleine, miese... Ist das schön. Ratte, du dummer Jahrmarktschläger, Alter. Genau so war es ja auch gerade. Das nächste Mal... Mhm. Genau dafür liebe ich dieses Spiel. Ah komm, das war schon... Aber das meinte ich mit ne, Schlagen, Zurückweichen, wenn man den richtigen Rhythmus drauf hat. Warte mal. Das ist eine gute Taktik. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? So. Ich will mich den Söldnern anschließen. Wer so feste draufhauen kann wie du, sollte es hier nicht allzu schwer haben. Meine ich doch auch. Ich zähle zwar nicht viel, weil ich noch nicht lange dabei bin, aber wenn Lee mich fragt, werde ich für dich stimmen. Hier regiert noch das Faustrecht. So. Lee ist der Anführer? Lee ist der Anführer der Söldner, oder etwa nicht? Stimmt. Hey, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne. Du bist doch auch in der Kolonie gewesen. Ja, das war ich. Hab dich nicht mehr gesehen, als der große Knall passierte. Auch eine ganze Weile vorher nicht. Ich hatte andere Probleme. Du hast eine Menge verpasst. Seit wir zusammen im Knast saßen, hat sich einiges verändert. So. Was ist aus den Söldnern der Kolonie geworden? Nachdem die Barriere weg war, hat uns Lee aus der Kolonie geführt. Er sagte, wenn wir alle zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Und er hatte recht. Okay. Es hat nicht lange gedauert, bis wir hier ein gemütliches Plätzchen gefunden haben. Der Großbauer bezahlt uns, damit wir die Milizen aus der Stadt verprügeln. Und das hätten die meisten von uns sogar ohne Bezahlung gemacht. Aber Ona füttert uns alle durch. Und wir können hier in Ruhe auf eine gute Gelegenheit warten, von dieser verdammten Insel runterzukommen. Ona ist ein Guter, ne? Ja, der Ona ist ein Guter. Ne, das sind alles irgendwie, alle haben so Dreck am Stecken. Keiner ist so richtig geil. Aber beim Bauernhof... Feueralarm! Alarm! Aber wie lieb er auch jetzt am Ende noch geredet hat, ne? Ja, ne, ist geil. Auf die Schnauze. Hältst du ihm auf die Schnauze und sofort hält er auf die Schnauze. So. Ach ja, das ist ja so eine Schande. Ach, das ist echt ärgerlich. Moment. Warte, jetzt guck nicht mehr auf den Bildschirm. Nein, guck da nicht mehr hin. Guck da also hin. Also warte, ich will den Leuten noch was zeigen. Damit sie sehen, dass wir dem Ziel schon näher gekommen sind. Backflip? Pass auf. Hier ganz quer über die Felder, da hinten... Wird gleich der Bauernhof kommen. Beim nächsten Mal, wenn wir beim Powerhof ohne ankommen und uns ein bisschen aufpowern, da freuen wir uns doch schon sehr drauf, richtig? Freue mich wirklich sehr. Wir haben gelernt, Erzfeind Erol ist nicht besiegt heute, aber wir kommen dem Ziel immer näher. Wir brauchen Clips von euch, wie Micha das schon meinte. Ja, ich weiß nicht wohin, aber keine Ahnung. Am besten zerschnippelte Clips von geilen auf die Fresse Haumatzen. Die können wir direkt verwursten. Genau. Vielleicht könnt ihr sie auch selbst neu vertonen, habe ich mir überlegt. Vielleicht hast du einen Chat. So, toppt die Synchro von Bud Spencer und Terence Hill. Das ist auch schwer. Danke an Timo und die Regie. War cool. Und geiles Ding. Guten Abend. Bis dann. Jo. Ey, komm, Schliedel.